Hallo Freunde der ostasiatischen Schlemmereien. Wir öffnen mal wieder die Umai-Box des Vormonats. Und zwar für den Monat April, weil wir haben Mai. Vielleicht, wenn ihr die Umai-Box-Videos verfolgt, ist euch aufgefallen, letzten Monat kam kein Video. Weil, ja, ich kam einfach irgendwie nicht zum Filmen und die Box hat's nicht überlebt. Also sprich, die haben wir gegessen, bevor wir filmen konnten. Sorry dafür. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, deshalb letzten Monat kein Umai-Box-Video, aber diesen Monat gibt es jetzt endlich wieder eins. Die nächste Box kam nämlich heute an. Das heißt, wir werden das jetzt mal öffnen und schauen uns das Ganze einfach mal an. Ihr kennt das ganze Prinzip ja, Box steht hier, ich hole Stück für Stück raus und wir schauen es uns an. So, gut, 1000 Yen-Gutschein wie gewohnt und dann haben wir hier das Umai-Magazin April 2024. So, auf den ersten Blick sieht das Ganze wieder sehr Sakura-lastig aus, das haben wir ja jedes Jahr einmal. So, ich schaue mal, ob ich irgendwas Kleines erwische. Das hier könnte klein sein. Das fühlt sich nach einer Waffel an. Yes, eine One Piece Waffel mit Aufkleber. Das ist sehr schön. Das freue ich mich. Das ist schon mal ein sehr guter Start. Dann haben wir irgendwelche Chips. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Sieht so ein bisschen aus wie von der Konsistenz her Erdnussflips, aber keine Ahnung, interessant. Und vor allem interessant ist, wir haben hier den orangen und den grünen Fisch drin. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier sind die Rückenflossen. Okay, interessant. Dann, die kennen wir. Die hatten wir auch schon ganz oft drinnen. Die hatten wir auch schon ganz oft drinnen. Okay, das ist jetzt nichts, was ich jetzt sonderlich mag, aber mein Freund freut sich da definitiv drüber. Hier haben wir auch noch was Kleines. Traubonbon. Ah, mit Traubengeschmack. Das ist sehr gut. Ich mag Traubengeschmack sehr. Von daher, da freue ich mich drüber. Okay, das ist das Getränk. Dann holen wir jetzt mal die Chips raus. Ich glaube, dass die Chips sind. Ja, das sieht nach Chips mit schwarzem Pfeffer aus. Und zwar Splatoons Chips. Okay. Interesting. Ups. Dann müssen wir das nächste größere hier rausholen. Sakura Soft Candy. Ach ja. Ah, die hatten wir noch nie. Das sind Kaubonbons mit Sakura-Geschmack. Interessant. Okay. Freue ich mich auch drüber. Finde ich interessant, wirklich. Aber bisher finde ich die Box tatsächlich wieder ganz okay. Also nicht, wo ich sagen würde, Vollkatastrophe. Ja, uns geht gut weiter. Und zwar, ich schätze mal, das ist der Umai-Snack dieses Mal. Das ist ja immer so diese Umai, oder Umaibo, wie heißt es? Diese Stange dabei. Ich schätze mal, das ist dieses Mal der Snack, weil hier das Maskottchen ist. Finde ich aber cool. Mit Erdbeergeschmack. So, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, glaube ich. Nee, 6 Sachen. Hier haben wir noch was Kleines. Okay, Klassiker. Die kennen wir auch. Die mag ich. Ist nichts super weltbewegendes, aber mag ich. Dann holen wir mal die Nudeln raus. Okay. Irgendwas mit Fischgeschmack scheinbar.
Ich hoffe mal tatsächlich nur Fischgeschmack und nicht tatsächlich irgendwie getrockneten Fisch, weil sonst kann es mein Freund nicht essen, dann muss ich es essen. Wobei ich aber das auch überleben würde. Okay. Cool. Die hatten wir auch noch nicht, die Nudeln. So, dann haben wir noch Getränk, eine Tüte, KitKat, obviously. Also zwei Tüten, eine von KitKat und noch irgendwelche, ich schätze mal Pocky. Holen wir mal die Pocky raus. Ich vermute mal, es sind Matcha-Pocky. Ah, nein, es sind keine Pocky. Es sind diese Stäbchen, aber mit Matcha- und Sakura-Geschmack. Also bleiben sich dem Motto treu. So, dann sind wahrscheinlich die KitKat auch Matcha-Geschmack. Matcha Latte. So, dann haben wir noch eine Tüte und das Getränk. Die Tüte sind Sakura Mochi. Okay. Mochi bin ich nicht der größte Fan. Darf mein Freund mitessen. Oder beziehungsweise es steht da Daifuku. Ich glaube, Daifuku sind ähnlich wie Mochi. Ja. Und last but not least haben wir einen Sakura-Tee. Okay. Okay. Den trinken wir gleich mal oder den öffnen wir gleich mal. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so atemberaubend. Sehr, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Tee einfach. Aber der Geschmack ist eher, also ist nicht super aufdringlich, eher schlicht, aber unangenehm. Also schmeckt mir jetzt nicht so und im Abgang ziemlich bitter. Ne, hab mich jetzt echt nicht vom Hocker. Naja. Also, dann schauen wir uns mal kurz das Magazin an, ob es hier was Spannendes gibt. So, bla. Okay, wir machen es einfach wie gewohnt. Ich fotografiere es ab und stelle es euch hier rein. Gut. Ja, dann war es das schon wieder für heute. Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bye bye.